Hallo ihr Lieben, ja, ich wünsche euch als erstes einen schönen Nikolaustag. Ja, und wir sind schon bei Kästchen Nummer 6 und ich habe mir wieder alles schon hier bereitgelegt. Ich zeige euch gerade mal, in dem Rotkäppchen war hier heute so einer mit einem schönen Nikolaustag. Ja, und welches das genau ist, kann ich euch, das ist immunstark, da steht's. Jawohl. Den packen wir einmal an die Seite. Und dann mache ich weiter wieder mit dem IKEA Adventskalender. Und hier habe ich schon das Kästchen gesehen. Und das ist ziemlich groß heute. Und wir wissen ja, bei den IKEA Kalendern ist ja immer zum Nikolaus und zu Heiligabend sind ja immer diese Karten drin, diese Gutscheinkarten. Achso, bevor ich das hier mache, gucken wir nochmal auf die App. Und schauen mal. Hinter jedem Türchen erwartet dich eine tolle digitale Überraschung. Wenn du dieses Symbol siehst, hast du die Möglichkeit, schwedische Weihnachtsvokabeln zu lernen. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon gesehen, ne? So, achso, ich will es aber gar nicht ganz zumachen. Ich will mir das hier gleich noch angucken. Und zwar sind hier heute 2 Tafeln Schokolade drin. Einmal hier mit solchen süßen Mäuschen. Ups, so. Mit so süßen Mäuschen, die auf diesen Pferdchen reiten. Und dann haben wir hier noch ein Elch. Ja, und natürlich die Aktionskarte, von der ich dann natürlich erst wieder später weiß, was da jetzt genau sich drin verbirgt. Da können ja von 5 bis 1000 Euro irgendwas drauf sein. Und das ist halt vom 6., also theoretisch von heute bis zum 6.6.19 ist die Karte gültig. Ja, und in dem Zeitraum schaffe ich das auf jeden Fall, da irgendwann hinzugehen und zu gucken, was da drauf ist. So, und heute bekommen wir wieder ein Rezept. Süße Mandelmuscheln. Aha. Du hast noch nie süße Meeresfrüchte gegessen? Dann probier mal die schwedischen Mandelmuscheln. Ja, was macht er denn jetzt? Warum macht er das nur einmal? Ja, sorry, da bin ich da weggegangen und irgendwie will er es jetzt nicht mehr. Ich hätte ja gern das Rezept gesehen. Ach Mensch, was ist denn hier los? Ich gehe mal gerade aus der App. Ah, jetzt hat er was. Ach, nee. Süße Mandelmuscheln. Ja, schön. Du hast noch nie süße Meeresfrüchte gegessen? Dann probier mal die schwedischen Mandelmuscheln. Die sind köstlich und du brauchst dafür noch nicht einmal ans Meer zu fahren. So, jetzt aber. Und hier haben wir das Rezept. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, wie gesagt, ich lese das nicht vor. Ihr könnt ja dann vorspulen bzw. auf Pause machen, wenn euch das Rezept interessiert. Ja, und anscheinend gibt es dazu auch wieder etwas im Backsortiment, was eben dazu passt. Da gucke ich jetzt aber nicht drauf, weil das wird mit Sicherheit wieder sowas sein wie gestern. So, dann darf der schon einmal an die Seite. Ja, die Schokolade, die probiere ich jetzt aber nicht. Die wird ganz normal wie eine normale Vollmilchschokolade schmecken, nehme ich mal stark an. So, und hier habe ich 2 etwas größere Päckchen. Also ein großes auf jeden Fall, aber das hier ist auch ein bisschen größer. Und ich habe schon hier so ein bisschen gefühlt und das fühlt sich hier an wie so eine
Schaumstoffmatte oder so. Also ich hoffe, ich mache hier jetzt nichts kaputt mit dem Gedrücke, aber es fühlt sich an wie so eine Schaumstoffmatte. Also keine Ahnung, was das ist. Da bin ich gleich echt gespannt. Aber da ich das ja gestern zuerst aufgemacht habe, mache ich heute das hier als erstes auf. Und witzigerweise fühlt sich das auch an, als wenn hier irgendwie so Weingummi, Marshmallow oder irgendwas, was so weich ist, was nachgibt, was aber auch wieder so, also so ein, wie so eine Flushies, wie heißen die? Heißen die Flushies, die man so zusammendrücken kann, aber halt viel fester. Keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas Essbares drin ist. Und anscheinend ist da so ein Karton drumherum. Aber ich will jetzt hier auch nicht weiter rumdrücken und nachher noch irgendwas kaputt machen. Ich mache es jetzt einfach auf und schau, was drin ist. Okay. Und zwar... Ach, die Schäfchen, cool. Das sind tatsächlich Fluffies, guckt mal. Die packe ich gleich mal aus und guck mir die mal genauer an. Ja, ich glaube, ich habe das irgendwann mal erwähnt, ne, dass ich auf Schäfchen stehe. Ja, und was hier so weich war, da hatte ich gar nicht so Unrecht mit Schaumsachen. Und so ähnlich hat sich das nämlich auch echt angefühlt. Ja, wenn man es nicht sieht, ne. Ja, und das sind hier diese... Häschen mit den grünen Ohren, die ich so liebe. Ja, und die sind halt Veggie und ja, ich mag die sehr. Ich habe die hier eigentlich immer regelmäßig. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt muss ich mal gucken, was es mit dem hier auf sich hat. Ich möchte die Verpackung am liebsten nicht kaputt machen. Ja, das hat schon mal geklappt. Die scheinen aber, die scheinen so ganz feste Figuren zu sein. Ich nehme an, was ist das? So, ich mache es jetzt mal so. Ich glaube, das geht einfach an. Zack. Unten ist ein kleines Loch. Das hat aber, glaube ich, nichts zu heißen. Also die sind ganz fest. Die kann man nicht irgendwie drücken. Aber die haben hier oben ein Loch und hier unten ein Loch. Das muss ja irgendeinen Sinn haben, oder? Was macht man mit diesen Kirchen? Okay, erzähl mir bitte, ob die irgend noch, ob man mit denen irgendwas macht oder ob das Sammelfiguren sind. Also ich nehme jetzt einfach an, es sind Sammelfiguren. Sieht für mich hier auch total nach Sammelfiguren aus und dass die Löcher eben ja einfach nur so da sind. Weil das hier oben ist, glaube ich, gar kein richtiges Loch. Das ist, nee, das geht gar nicht richtig durch. Das ist einfach nur wie so ein Punkt quasi. Ja, also ich nehme stark an, dass die einfach zum Sammeln sind. Ja, und die sind total süß, die Teile. Ich packe die aber jetzt hier erstmal wieder rein, weil ich jetzt gerade nicht möchte, dass die mir hier durch die Gegend fliegen. Und packe die hier erstmal wieder in ihre Box. Und ich glaube, da lasse ich die auch einfach drin stehen. Weil die Box sieht nämlich auch total süß aus, finde ich. So. Und du sollst da rein. Und du. So, okay. Und dann hat das hier vorne einen Klettverschluss. Und dann schauen die beiden da so raus. Ja, und die sind super süß. Und ich finde die Schachtel auch so süß. Ja, vielen Dank. Ganz süß, die stelle ich mir irgendwo hin und werde mir die anschauen. So, und hier bin ich jetzt echt gespannt, was das ist, dieses Schaumstoffteil. Also, ist auch witzig, ne? Als wenn die beiden sich irgendwie abgesprochen hätten. Ne? Den einen Tag, da war auch schon mal irgendwas, was so ähnlich war. Ja, keine Ahnung. Oder ist das einfach nur nochmal eingepackt, dass man es nicht gleich erkennt? Könnte natürlich auch sein. Und dann schauen wir mal. Sonnengruß im Badeschaum. Was ist das?
Yoga-Übung für die Wade. Okay. Ich habe keine Ahnung. Bücher und Wasser passen ab sofort zusammen. Dem wasserfesten Wannenbuch für Erwachsene wird das Baden zum Erlebnis. Aha. Okay. Also anscheinend kann man hier entweder so eine Yoga-Übung machen und sich das Buch dabei auf den Schoß legen, oder man nimmt es mit in die Wanne und damit einem nicht langweilig ist, kann man dann hier ein Buch lesen. Ja, das ist ja auch echt eine witzige Idee. Ein Buch für die Banne. Wanne. Mensch. Ja, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das sowas wäre, ne? Im Leben nicht. Und gelesen in 15 Minuten. Okay, also ich brauche nicht nur 15 Minuten für ein Bad, aber ich lese ja auch ein bisschen langsamer, also von daher, ja. Ja, auf jeden Fall total witzig. Cool, danke. Ja, ihr Lieben, und das war mein Nikolaus Tausch Adventskalender. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und sag tschüss und bis morgen.